Hallo, meine lieben kleinen Rätselfreunde. Ich bin's wieder, euer Cooper, der rätselnde Gaming Wolf. Heute habe ich mir Unterstützung mal nicht vom guten Luca geholt, sondern von dem lieben alten Paluten. Der hat nämlich auch mal wieder ein Rätselvideo allein gemacht. Und das möchte ich natürlich jetzt einmal mit euch mir anschauen. Und mal gucken, wie gut ich bei den Rätseln bin. Und natürlich auch der gute Paluten. Irgendwie kommt mir das wiederholt vor. Das habe ich irgendwie letztens schon mal gesagt, oder? Na gut, wir gehen jetzt erstmal auf den anderen Bildschirm. Tüdel. Hä? Okay. Warte mal. Zack. Da sind wir. Huch, da war irgendwas ausgestellt. Na gut. Aber den können wir dem guten Paluten, also Team Paluten, noch ein Like da lassen. Gehen auf Groß. Und sagen Play. Da. Und das Erste, was wir tun durften, war natürlich meine Werbung. Es ist Zeit für 12 neue Rätsel. Und zwar angeblich, selbst Einserschüler können nicht alle Rätsel lösen. Aber okay. Ich bin ja kein Einserschüler. Das Video ist von Sonnenseite. Okay. Schaut gerne vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und so gesehen gar nicht mal du. Eine Schokoladenfabrik. Sie bietet ihren Kunden einen besonderen Handel an. Jeder kann 5 Schokoladenpapierchen gegen einen Schokoriegel eintauschen. Robert hat 2 Wochen lang gesammelt und 77 Papierchen gefunden. Kannst du sagen, wie viele Schokoriegel er von Anna maximal bekommen kann? 15! Robert kriegt 19 10? Riegel. Nee. Und so funktioniert's. Erst tauscht er seine 77 Papierchen gegen 15 Riegel ein. Ja. 2 Papierchen bleiben übrig. Nachdem er die 15 Riegel. Ja, genau, Paluten. Das war nämlich eben gerade mein Gedanke. Irgendwie geht das noch weiter, aber ich bin nicht mehr so schnell im Kopf rechnen. Ich überlasse alles über dich. Mann, ey. Mit seinen übrigen 2 Papierchen und den neuen 3 bekommt. Ja, sowas habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Und ich muss ehrlich sagen, so schnell bin ich im Kopf rechnen nicht mehr. Ich überlasse mal alles im Computer. Ich bin so eine richtig faule Rechensocke geworden. Mit Formeln kann ich umgehen. Aber im Kopf jetzt mal so schnell irgendwas ausrechnen, wie der mir gerade Zeit gelassen hat. Sorry. Also da hätte ich vielleicht eben gerade mal Pause machen sollen. Nee, okay. Paluten, du hast grundsätzlich erstmal richtig gerechnet, aber du hast ja immer noch mal Papier denn wieder über. Das heißt, das kannst du auch wieder eintauschen. Das ist so eine Art, ja, Dreisatz könnte man schon fast sagen. Und das darfst du nicht vergessen. Also, hier haben wir beide keinen Punkt geholt. Sei nicht traurig. Wir machen einfach mal weiter. So. Kommt er noch einen Schokoriegel? Ja, genau. Und damit sind wir bei 19. 15 plus 3 plus 1 ist toll. Gleich 19. Harald. Schön. Wie ist der Okay. Typ? Henry ist ein Astronaut von der Erde. Er war mit seinem Raumschiff auf einem anderen Planeten in einer unbekannten Galaxie gelandet und studierte die Bewohner. Doch dann musste er zur Toilette. Als er die beiden Türen zur Damen- und Herrentoilette sah, war er verwirrt. Er verstand die Sprache auf diesem Planeten nicht und konnte daher auch nicht fragen, welche die richtige Tür war. Zum Glück traf er einen Einheimischen, Mo, der Deutsch verstand. Er selbst sprach aber nur seine eigene Muttersprache. Junge Mo. Welche 2 Fragen sollte Henry stellen, um herauszufinden, welche die richtige Tür ist? Ja, keine Ahnung. Hallo, ich muss kacken. Lass, ich geh einfach auf links. Ist egal. Ich weiß nicht. Er sollte auf eine Tür zeigen und fragen, ist das die Herrentoilette? Ja, dann muss er sich Mo's Antwort merken und fragen, bin ich ein Mann? Sagt Mo dasselbe Wort, war die Toilette, auf die er zuerst gezeigt hat, die Herrentoilette. Benutzt Mo jedoch ein anderes Wort, ist es die Dame. Okay, Paluten, wir sind beide diesmal dämlich. Ja. Vielleicht soll ich sowas nicht um 1 Uhr nachts machen. 9 Pralinen. Okay. Personen nahmen sich je eine Praline. Ja. Doch eine Praline blieb in der Schachtel. Wie ist das möglich? Hä? Warte, ja, warte, ich hab nicht ganz zugehört. Für eine geile Praline. Halt, stopp. Nochmal zurück. Lagen 9 Pralinen. So. Dort war die Toilette, auf die er zuerst gezeigt hat, die Herrentoilette. Ja. Benutzt Mo Habe ich verpatzt. Anderes Wort, ist es die Damentoilette gewesen. Bin auch echt total, das nächste Mal mache ich sowas lieber einem Tage. In einer Schachtel lagen 9 Pralinen. Okay. 9 Personen nahmen sich je eine Praline. Ja. Doch eine Praline blieb in der Schachtel. Wie ist das möglich? Ja, weil der Letzte hat gleich die ganze Schachtel genommen. Nee, der hat aber die Schachtel genommen. Frisst sie später.
Ganz einfach, die letzte Person nahm die Praline mit der Schachtel. Auf diese Weise blieb die Praline in der Schachtel. Ja. Verarscht. Okay. Die wollten doch verarschen. Jetzt nee, mal das ist... Schreibt mal bitte in die Kommentare. Konntet ihr schon ein Rätsel lösen? Ja, das eben, das eben. In einer kalten Nacht spazierten vier Freunde durch die Nachbarschaft. Irgendwann versuchten sie, sich unter einen Regenschirm zu quetschen, aber der Schirm war zu klein. Trotzdem blieben alle vier trocken. Wie ist das möglich? Okay. Ich mach jetzt kurz Stopp. Ich weiß, Huckepack. Nee, es hat einfach nicht geregnet. So, wie muss man Werbung schreiben? Nee. Es regnet einfach gar nicht. Es hat nicht geregnet. Ja, ganz einfach. Ja, Palut, wann guckst du wie ein Auto? Erika und Jan, hast du eine Ahnung, warum... Es hat nicht geregnet? Ja, aber Huckepack wäre auch richtig. Warum er sie geschubst hat. Oh! Was? Hey? Sag mal, was ist denn dein Schab? Was? Hast du eine Ahnung, warum er sie geschubst hat? Ja, weil er ein freaking Frauenschläger scheinbar ist. Frauenschubser. Warte mal. Weil ein Straf... Es ist Fernsehen. Hier hinten. Er ist für euch ein bisschen unfair, aber... Sag mal, was ist denn dein Schab? Was? Hast du eine Ahnung, warum er sie geschubst hat? Hatte sie Hörner? Ja, weil er ein Frauenschläger scheinbar ist. Ich hab keine Ahnung. Ist sie ein Dämon? Ne? Ein Teufel? Weil ein Straf... Es ist das Helden ist doch eine Lampe, ne? Er ist für euch ein bisschen unfair, aber da hinten ist eine Kamera. Weil stimmt, das, da bist du im Weg. Sie drehen einen Film. Siehst du nicht den Kameramann, der sich im Fenster spiegelt? Hab ich gesehen. Boris organisierte ein Wettspiel für seine Freunde. Den Regeln zufolge würde er zwei Bonbons, einen gelben und einen roten, in eine dunkle Schachtel legen. Wenn der Spieler den roten Bonbon zieht, erhält er 5000 Euro. Zieht er jedoch den gelben, muss er 500 Euro zahlen. Dummerweise ist Boris ein Betrüger. Er hatte zwei gelbe Bonbons in die Schachtel gelegt. Boris' Freundin Vanessa hatte beobachtet, wie einer nach dem anderen verlor. Doch als sie an der Reihe war, gewann sie 5000 Euro. Wie hat sie das angestellt? Ja. Hä? Warte, jetzt habe ich nicht an... Oh Mann, ey, ich könnte schon fast schlafen. Was soll das? Nochmal bitte. Ich will das jetzt nochmal wissen. Euro zahlen. Dummerweise ist Boris ein Betrüger. Okay. Er hatte zwei gelbe Bonbons in die Schachtel gelegt. Boris' Freundin Vanessa hatte beobachtet, wie einer nach dem anderen verlor. Doch als sie an der Reihe war, gewann sie 5000 Euro. Wie hat sie das angestellt? Ja, sie hat selber so ein... Sie hatte so ein Lolli, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Sie hat einen Lolli, so ein Bonbon in ihrer eigenen Hand versteckt. Hat sie selber einen reingesneakt oder sie hat zwei auf einmal rausgeholt und damit bewiesen, dass er ein Betrüger ist. Ja. Sie hat den Bonbon gezogen, ohne ihn jemandem zu zeigen und direkt aufgegessen. Dann nahm sie den verbliebenen Bonbon, der bekanntlich gelb war, und zeigte ihn allen. Alter. Boris musste zugeben, dass der erste Bonbon rot war. Andernfalls hätten alle herausgefunden, dass er betrug. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Ja, das stimmt, das ist clever. Ja, da traf drei nette Männer. Am folgenden... Da muss ich zugeben, da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ey, diese Rätsel sind mal ein bisschen anders. Die meisten anderen Rätsel kenne ich von der Ähnlichkeit, von der Logik her schon. Aber hier haben die mal ein paar neue Kniffe dabei. Finde ich gut. Muss ich mich jetzt ein bisschen besser konzentrieren und mal um die Ecke denken. Los, Paluten, komm, wir strengen uns ein bisschen mehr an. Also los. Den Tag lud jeder von ihnen Nina ein. Kannst du ihr helfen, die richtige Wahl zu treffen? Achso, hey, ich hab... Ja, aber Moment. Was? Moment mal, da darf ich ja lesen. Also, weil ihr könnt das hier oben nicht lesen. Der erste Dude sagt, hey, ich habe uns einen Tisch reserviert, du musst Punkt 18 Uhr da sein. Der zweite sagt, hey, was hältst du von Kino? Ich könnte dich um 19 Uhr abholen. Das dritte, hallo schöne Frau, ich habe eine große Filmsammlung zu Hause. Er ist auf jeden Fall, will sie einfach umbringen? Nee, bleib einfach zu Hause. Also wenn, würde ich vielleicht eher den ersten nehmen. Ben hat sie nicht mal gefragt, ob sie ausgehen möchte. Außerdem ist er ziemlich unhöflich und herrisch. Roland kennt sie kaum. Es ist riskant, ganz allein zu ihm nach Hause zu fahren. Ja, auf jeden Fall, Nina, Alter. Nina sollte daher mit David ausgehen. Er scheint nett und anständig zu sein. Aber Kino ist so lame. Er kann aber trotzdem, hey, was? Er will sie ja um 19 Uhr abholen. Das bedeutet, er holt sie irgendwie mit dem Auto ab und plötzlich fährt er mit ihr, keine Ahnung, macht einen auf BeamNG. Anna hat zwei Strippen. Sie kann mit Sicherheit sagen, dass eine Strippe genau eine Stunde lang brennt, wenn sie sie an einem Ende anzündet. Kannst du Anne helfen, mit Hilfe der Strippen 45 Minuten abzumessen? Was? Ja. Nein. Ich
Warte. Ich soll 45 Minuten mit den Strippen abmessen, ja? Eine Strippe brennt eine Stunde. Richtig? Warte mal. Wie könnte ich das machen? Okay, eine brennt genau eine Stunde. Warte mal. Ich könnte gucken, wo ungefähr die Hälfte ist. Dann könnte ich das Ding einmal umlegen. Zack. Die eine Schnur. Und wenn ich sie denn nochmal kürze, dann habe ich die Länge, was eine Viertelstunde ist. Diese eine Viertelstunde muss ich überbehalten und bis dahin muss ich das muss ich mir markieren und bis dahin muss ich es abbrennen lassen. Okay. Weiß es nicht. Doch irgendwie. Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch unsicher. Die eine Strippe an beiden Enden anzünden und die zweite nur an einem Ende. In 30 Minuten ist die erste Strippe komplett abgebrannt. Um nun noch 15 Minuten abzumessen, muss sie die zweite Strippe ebenfalls am zweiten Ende entzünden. Ja. Wenn sie abgebrannt ist, sind genau 45 Minuten vergangen. Oh. Adam ist ein berühmter Opernsänger. Er tritt 7 Tage in Folge für den König und die Königin auf. Als Lohn für seine Arbeit erwartet er ein 1/7 Goldbarren pro Tag. Adam akzeptiert keine Vorkasse und will täglich bezahlt werden, nämlich mit 1/7 Goldbarren. Wie viele Schnitte müssen mindestens gemacht werden, um Adam jeden Tag bezahlen zu können? Warte. Ich hab... Ey, Leute, ich bin hier echt im Halbschlaf, ey. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das Video heute zu machen. Ich möchte mir das Ganze nochmal anhören. So, ihr werdet mal, ich gehe mal kurz, zack. Zack. So, ja, hier, 45 ja, also. Harry Potter? Adam ist ein berühmter Opernsänger. Ja. Er tritt 7 Tage in Folge für den König und die Königin auf. Als Lohn für seine Arbeit erwartet er 1/7 Goldbarren pro Tag. Adam akzeptiert keine Vorkasse und will täglich bezahlt werden, nämlich mit 1/7 Goldbarren. Wie viele Schnitte müssen mindestens gemacht werden, um Adam jeden Tag bezahlen? 6 Schnitte müssen gemacht werden. Um 7 Teile rauszukriegen, müssen 6 Schnitte gemacht werden. Dann habe ich, wartet mal, 1, 2, 3, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Teile. 5, haben wir 6 Teile. 6, haben wir 7 Teile. Also müssten 7 Schnitte gemacht werden, 6 Schnitte gemacht werden, um 7 Teile zu kriegen. Würde ich jetzt sagen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber wir wollen ja nicht vergessen, ich bin total übermüdet hier gerade und ganz logisch denken funktioniert bei mir nicht mehr so gut. Wir werden sehen. Dann hätte ich wenigstens zumindest schon mal ein zweites Rätsel richtig. Hä? Zu können. 7? 1/7? 7? Nur 2. Das geht so. Tag 1, schneide 1/7 vom Goldbarren ab und gib es Adam. Tag 2. Ja. Schneide 2/7 ab und gib Adam das Stück. Er gibt dafür das erste Stück zurück. Also. Tag 3. Gib dem Sänger das 1/7 Stück, das du am Vortag zurückbekommen hast. Tag 4. Gib Adam das übrige 4/7 Stück. Ja, aber du kannst doch einfach das 7 schneiden. Das ist doch scheißegal. Stück zurück. Tag 5. Gib Adam das 1/7 Stück. Ich hätte 7 mal geschnitten. Tag 6. Adam richtig. Bekommt das 2/7 Stück und gibt dir sein 1/7 Stück zurück. Und schließlich an Tag 7 gibst du Adam sein letztes 1/7 von dem Goldbarren. Das, liebe Fische, was an der Stelle komplett. Jana und Samuel kamen an einem malerischen. Alter, er schneidet 6-mal durch und gut ist. Ihr Zelt gab so. Es 3 achtet auf den Zombie. Ja, im Wald, auf der Wiese oder am See. Für welchen Platz sollten sie sich entscheiden? Weil. Am Wald. Wiese ist gewinnt, ist halt ein Zombie. Geh, mach Seven vs. Wild Style um. Die beste Wahl ist die Wiese.
Im Wald leben wilde Tiere und am See, sieh genau hin, hinter dem Busch versteckt sich ein Zombie. Ja, hä? Vermutlich nicht der angenehmste Nachbar. Wie viele war... Hä? Was? Es gab drei? Der Wiese oder am See. Ja, hä? Aber wer sagt denn, dass da hinten wilde Tiere leben? Ich sehe da kein wildes Tier. Was willst du denn jetzt? Da bei der Wiese war doch auch der See. Warum soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? Plötzlich tauchte ein Zauberer aus dem Nichts auf und teleportierte Georg in sein Schloss. Er ließ Georg zwischen drei Türen wählen. Hinter der ersten Tür lauert ein hungriger Tiger. Hinter der zweiten Tür erwartet ihn ein wütender Dinosaurier. Okay. Und der Raum hinter der dritten Tür ist mit giftigen Gasen gefüllt. Für welche Tür sollte Georg sich entscheiden? Warte. Nee, nimmt er den in der Mitte mit dem Dinosaurier? Dinosaurier sind ausgestorben. Hinter der zweiten Tür erwartet ihn ein... Allerdings könnte er auch die dritte Tür nehmen, das Gas abfließen lassen und dann durchgehen. Alles keinen Sinn. Für welche Tür sollte Georg sich entscheiden? Er kann ja die Tür aufmachen, dann kommen die giftigen Gase raus. Ja. Weil der hungrige Tiger, der ist das mal... Oder in die Mitte, weil den Dinos gibt's nicht mehr. Zweite. Dinosaurier sind seit Millionen Jahren... Ja, sag ich doch. Ich wusste es. Du laberst was von einem Zauberer und sagst jetzt... Oh, ja. Das geht nicht von... Jonas, also ganz ehrlich... Einen Apfelbaum. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Paluten hat auch wieder recht. Ich meine, gut, ich habe recht mit dem Dinosaurier gehabt. Ich wusste nämlich genau, auf welchen Schwachsinn die hinaus wollen. Aber ganz ehrlich, wenn das ein Zauberer ist... Der kann ja auch einen Dinosaurier durch die Zeit hinzaubern. Der nimmt keinen Zauberer, Mann. Also. Nee, ich weiß auch nicht. Manchmal können die mir einen Kopf knallen bei den idiotischen Rätseln. Verdoppelt sich jede Woche. Nach 30 Wochen hängt der Baum voller Obst. Kannst du erraten, wie viele Wochen der Baum benötigt, um bis zur Hälfte mit Orangen gefüllt zu sein? Wieso denn jetzt Orangen? Hä? Also ich hab... Oh, ey. Was will der schon wieder? Ich, Mann, ich bin heute nicht in der... Nee. Okay, nochmal. So. Jonas hat einen Apfelbaum. Ja. Die Anzahl der Früchte auf dem Baum verdoppelt sich jede Woche. Nach 30 Wochen hängt der Baum voller Obst. Okay. Kannst du erraten, wie viele Wochen der Baum benötigt, um bis zur Hälfte mit Orangen gefüllt zu sein? Wieso denn jetzt Orangen? Ja, genau. Also, ich dachte, das wären sind Äpfel gewesen. Ja, wenn es Äpfel... Gar nicht. Der wird nie Orangen tragen. Nicht an Apfelbäumen. Ja, aber genau. Wenn ich nach Äpfeln gefragt hätte, wären es 29 Wochen, da wir ja wissen, dass sich die Anzahl der Äpfel jede Woche verdoppelt. Oha, ich war richtig, ne? Orangen wachsen nicht. Im Ozean liegt eine Insel. Auf der Insel steht ein Haus. Mitten im Haus steht ein Glas Wasser. In dem Wasserglas liegt eine Münze. Was befindet sich mitten im Ozean? Eine Insel? Die richtige Antwort ist leicht. Der Buchstabe E. Es ging mir gerade ein bisschen zu schnell, ich war... Heinrich ging zu einer Party. Diese vier Frauen gefielen ihm. Er wollte mit einer von ihnen reden. Für welche sollte er sich entscheiden? Okay, okay. Die hat einen Zombie-Arm, die frisst ihn. Genau, die würde ich nicht nehmen. Die wurde vom Vampir gebissen. Was bei, mit ihr los ist, weiß ich nicht. Die hat keine Beine, die ist irgendwie also, mehr Jungfrau. Also, ich würde die vorletzte nehmen. Genau. Das wäre nicht schlecht. Sieh dir die Hand der ersten Frau an. Ja, sie ist ein Zombie. Ich stimme mit Paluten überein. Bis am Hals. Bam. Sie könnte sich jederzeit selbst in einen Vampir verwandeln. Und die vierte Frau ist ein Geist. Heinrich sollte sich daher der dritten Dame nähern. Ja, boom. Genau. Sag ich auch. Frauenversteher. So weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Thomas erhielt einen Anruf von Heidi. Och nö, nicht Detektiv. Bitte kommen Sie her, ich wurde ausgeraubt. Alles ging so schnell. Ja. Meine Handtasche stand auf dem Rücksitz. Als ich an der Ampel halten musste, riss jemand die Tür auf und schnappte sich meine Tasche. Der Detektiv eilte schnell herbei. Doch als er ankam und Heidi sah, war ihm klar, dass sie gelogen hatte. Warum? Weil sie ihr Handy noch in der Hand hat. Oder nicht? Ich bin noch nicht so weit. Rücksitz. Als ich an der Ampel halten musste, riss jemand die Tür auf und schnappte sich meine Tasche. Der Detektiv eilte schnell herbei. Doch ja, ich hab's gerade nicht zugehört. Warum? Riss die Tür. Sie hat gar keine Hintertür. Oder nicht? Der müsste die Beifahrertür aufgerissen haben und dann kommt er nicht so einfach an den Rücksitz. Heidis Auto hat hinten gar keine Türen. Nee. Sollte ein Dieb etwas von der Rückbank stehlen. Hier stehen drei Häuser. Mit einem scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Kannst du sagen, welches von ihnen verdächtig aussieht?
Ja, weil bei dem einen... Führen nur Fußspuren hin, aber keine wieder weg. Leute rein. Das ist in der Mitte. Leute mehr rauf. Genau. Sieh dir die Fußspuren an. Sie führen zu Haus 1 und 3 und auch wieder weg. Hier kommen und gehen die Bewohner also. In das zweite Haus führen nur Fußspuren hinein. Dort da, Paluten, gib die Flosse, Genosse. Das hast du gut erkannt. Ich auch. So. Sieh dir diese Unordnung an. Kannst du zählen, wie viele Laptops du mithilfe dieser Verteiler laden kannst? Was? Wie viele Laptops? Paluten, du bist da oben im Weg. Ich weiß nicht, wie viele die eins hat. Aber ich würde jetzt sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also wenn das hier, ja, also das, was ich sehe, sind 13. Und was Paluten da oben versperrt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich maximal 4, weil wir nur eine Steckdose haben. Ah nee, ich kann die auch umstellen. Ich bin so doof. Das Kabel vom dritten Verteiler ist kaputt. Hä? Wo? Bei dem zweiten ist eine Dose kaputt. So. Kabel Nummer 4 hat nur eine Dose und dient daher maximal als Verlängerung. Ist also nutzlos. Ja, das und ist so, sechster Verteiler hat überhaupt 4. kein Kabel. Hä? Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mal sehen, was wir daraus machen können. Stecke Verteiler 1 in die Steckdose. Okay. Ja. Ja. Verbinde dann Verteiler 2 und 1. Du kannst noch zwei Dosen verwenden, um zwei Laptops zu laden. Eine Dose nutzen wir, um den fünften Verteiler anzuschließen. Eine Dose ist eh kaputt. Von Stimmt, Verteiler da war ich im Weg. Darum ist eine kaputt. Verdammt. Bei Verteiler 5 sind es 4 Dosen. Oh, das macht zusammen weitere 6 Laptops. Insgesamt ja, aber Paluten, dank dir konnte ich den ersten gar nicht sehen. Das hat mich schon total irritiert. Daniel und Diana sind verheiratet. Sie gehen jeden Morgen im Park joggen. Okay. Wenn Daniel 2 Schritte macht, muss Diana 3 machen. Wenn beide mit dem rechten Fuß anfangen, wie viele Schritte müssen sie machen, bevor sie beide gleichzeitig den linken Fuß vorne haben? Hä, was? Warte. Okay. Nochmal. Er macht 2 Schritte und sie macht währenddessen 3. Richtig? Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden? Wenn Daniel 2 Schritte macht, muss Diana 3 machen. Wenn beide mit dem rechten Fuß anfangen, wie viele Schritte müssen sie machen, bevor sie beide gleichzeitig den linken Fuß... Beide machen. Also er müsste mal auf 12 Schritte machen. Warte mal, er müsste wie viele Schritte machen? Hä? Nee. Oh, vergiss es. Oh, ey, ich muss gleich ins Bett, glaube ich. Oh, ich kann nicht mehr rechnen. Ich kann nicht mehr denken. Dieses Ziel erreichen Sie nie. Sieh her. Ja, Anna, das wollte ich auch sagen. Oh, was ist jetzt? Ja, geil. Super Rätsel. Ja, ich fühle mich so dumm. Glaub, das war's. Ja, habe ich Rätsel richtig gehabt? Habe ich überhaupt was richtig gehabt? Bin ich überhaupt noch wach? Bin ich noch da? Egal. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch da seid, denkt dran, positive Bewertung da lassen. Wenn ihr nicht mehr da seid, dann habt ihr was falsch gemacht. Und wenn ihr schon öfter hier wart oder so nicht getan habt, lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann nicht nochmal sowas um 2:15 Uhr nachts. Da funktioniert das Wolfshörn nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Cooper der Wolf. Au!